In der gesamten ARD, ob im Hörfunk, im Fernsehen oder online, finden Sie in diesen Tagen eine ganze Fülle von Reportagen und Informationen zur diesjährigen ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Und auch wir gehen der Frage nach, wie und wo lässt es sich künftig besser leben? Auf dem Land, idyllisch mitten in der Natur oder doch lieber in der Stadt mit all ihren Angeboten und ihren Möglichkeiten? Oder vielleicht doch lieber irgendwie dazwischen. Welche Konzepte gibt es da? Auch mit Blick auf den Klimawandel oder die Mobilität. Im baden-württembergischen Heidelberg, da setzt man gerade eine Vision davon um, wie das neue Wohnen in unseren Städten aussehen könnte. Aber wie so oft bei Wandel, es ist nicht unumstritten. Unser Reporter Tim Diekmann war dafür mittendrin im neuen Heidelberger Quartier Bahnstadt, das ein Leben der kurzen Wege ermöglichen will. Die Wege sind kurz in der Bahnstadt in Heidelberg und fahrradfreundlich. Diese Art Fahrradschnellstraße bringt mich direkt ins Quartier. Hier entsteht seit 2008 das, was die Stadt stolz einen Zukunftsstadtteil nennt. Auf einer Fläche so groß wie 150 Fußballfelder. Nicht am Stadtrand, sondern zentral am Bahnhof gelegen, wohnen hier inzwischen mehr als 5500 Menschen. Sie sollen hier leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Und das ökologisch korrekt, im klimafreundlichen Passivhausstil. Selbst das Kino muss kaum noch geheizt werden. Im Café del Mundo treffen wir Ramon Fernandez. Sein Café im Zentrum der Bahnstadt ist inzwischen ein fester Treffpunkt für viele Bewohner und Besucher. Und wie sind die so, die Bahnstädter? Sehr jung, offensichtlich und sehr bunt von Nationalitäten, Sprache und genauso von Einstellungen. Ich komme mit Marilena Golkjes ins Gespräch. Die 30-jährige Gemeinderätin wohnt erst seit ein paar Wochen in der Bahnstadt, erzählt sie mir. Das Konzept überzeugt sie, aber zum Stolz fehlt noch etwas. Stolz ist man hier noch nicht. Ich glaube, es gibt noch nicht so ein richtig so eine Stadtteilsidentität. Aber das ist ja klar, der ist total neu, das muss erst wachsen. Also da müssen sich die Leute erst finden. Auf diese Gemeinschaft in der Bahnstadt setzt die werdende Mutter und hofft, dass sie ihr Kind künftig in einer der 8 Kitas direkt im Quartier unterbringen kann. Die Stadt in der Stadt soll das Leben der jungen Familie erleichtern. Aber das hat auch seinen Preis, erfahre ich. Für ihre 4-Zimmer-Wohnung mit 110 Quadratmetern zahlen Marilena Golkjes und ihr Mann 2200 Euro warm. In Sachen Mietpreise spielt das Quartier aus der Retorte in der Bundesliga. Kein Stadtteil in der ohnehin schon teuren Studentenstadt Heidelberg ist teurer. Das wird oft kritisiert. Darüber spreche ich mit der Stadtplanerin. Es gibt keine einzige Sozialwohnung in dem ganzen Bereich. Kann sich die Zukunft später nur der leisten, der auch genug verdient? Es wird auch Sozialwohnungen geben, aber es gibt bislang noch keine, weil das Prinzip hier anders war. Bislang wurden nur einzelne Haushalte mit geringerem Einkommen von der Stadt gefördert. Sie erhielten Mietzuschüsse. 12% der Bahnstädter profitieren davon, sagt Friedrich. Das sei nicht wenig. Kritik gibt es nicht nur an der sozialen Struktur, sondern auch an der angeblich eintönigen Architektur der engen Bebauung. Wir wollen, dass dieser Stadtteil so durchmischt ist, dass er rund um die Uhr Urbanität auch ausstrahlt, dass hier Arbeiten, Wohnen, Betreuung, Bildung, dass alles das zusammengeführt wird und dieser Stadtteil richtig lebendig ist. Auch Familie Würtele ist bewusst, dass sie und ihre Kinder in einer Blase leben, unter lauter Gutverdienern. Ihr Wunsch, mehr Durchmischung, die Hürden auch für sozial schlechter Gestellte senken. Ich denke, die Einstiegsschwelle ist halt eine recht hohe auch. Und die abzusenken, mit welchen Anreizmodellen auch immer, wäre schon sinnvoll für die Zukunft auf jeden Fall. Die Blase, das ist der Begriff, der drängt sich schon ein Stück weit auf. Und trotzdem lebt die Familie gerne hier. Man hält sich schon sehr viel in der Bahnstadt auf. Das ist natürlich der Umstand geschuldet, dass auch jetzt unsere jüngste Tochter in die Krippe hier geht. Wir haben hier eine Nachbarschaft, also mit sehr vielen Kindern. Und unsere Kinder, wenn wir die Tür daheim aufmachen, haben sie auch sofort Anschluss. 2015 ist die Familie in ihr Reihenhaus in der Bahnstadt gezogen. Wie alle Gebäude hier ist auch das Haus der Würteles im klimafreundlichen Passivhausstandard errichtet. Und es ist ja ein sehr gut gedämmtes Haus, das heißt, wir müssen nie heizen. Und das spare schließlich auch Geld. Klimafreundliches Wohnen, Kinderbetreuung, Arbeiten und Freizeit. Was als Experiment gedacht war, ist jetzt bereits Blaupause für weitere Projekte. Ein neuer Stadtteil nach Vorbild der Bahnstadt wird in Heidelberg bereits geplant.